Hallo Leute, da sind wir wieder mit unserer zweiten Folge der Crustoria Serie. Und wie ihr sehen könnt, wir sind nicht ganz durch mit der geplanten Forschung. Aber ich habe einige Fließbänder, ich habe einige Schmelzöfen, ich habe sogar ein paar befeuerte Greifarme. Aber ich denke, wir brauchen. Die Greifarme sind definitiv zu wenig und wir müssen die ja dann wahrscheinlich sowieso irgendwann mit elektrischen ersetzen. Drum vielleicht gar nicht so viel. Fangen wir doch an. Hier haben, unten haben wir gesagt, machen wir Kupfer. Und hier, das ist der vierte von unten. Ich denke, damit fangen wir an. Und ein Schmelzarray hat 24 Öfen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind 12 auf jeder Seite. Fließbänder wären wahrscheinlich auch nicht schlecht. Da habe ich mich sogar noch vertan. Okay. Und wir brauchen da dann natürlich auch noch Splitter und Filter. Und wo sind die? Kommen die mit dieser Forschung? Oder damit? Die brauchen wir. Das heißt, wir brauchen zuerst die Forschung und dann können wir die machen. Und da brauchen wir dann schon die zweiten Forschungskärtchen. Und dafür denke ich, brauchen wir dann das andere Labor. Das hier. Strommäßig sieht es immer noch okay aus. Nun, das hier soll unser Kupfer werden. Das heißt, hier haben wir dann Eisen. Eisen, dann nochmal Eisen und nochmal Eisen. Und dann wäre das hier dann Stahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gutes Augenmaß. Ah,
zwei Bäume zu wenig umgelegt. Aber sonst ziemlich genau. So. Stahl müssen wir noch nicht wirklich vorantreiben. Wichtig sind effektiv Kupfer und Eisen. Hier geht's raus. Da ist die andere Seite. Interessant, hatte nicht gedacht, dass das funktioniert, dass die befeuerten Inserter Treibstoff aus den Öfen nehmen können. Etwas am Start, das wir verwenden können. Gut. Das heißt, wir können auch Dampfmaschinen bauen. Und damit dann mal initial unseren Strombedarf decken. Ah, und hier in Crastorio braucht die Pumpe Strom, und das funktioniert in Crastorio ja auch, weil wir für die initiale Stromproduktion Windräder haben. Befeuern können. Gut, dann ziehen wir mal etwas Strom da nach unten, und ich denke, wir machen unser Furnace Array, machen wir hier. So. Hier rum.
Und und initial machen wir das ganz einfach. Wir legen da Kohle rein. Und dann brauchen wir etwas mehr Eisen für Rohre. Aber dann sollten doch unsere Energiesorten fürs erste Mal passé sein. Sind ziemlich lang, die Untergrundrohre. Da kommen wir doch weit. Wenn wir jetzt hier was noch haben. Ich denke, wir brauchen erstmal nicht mehr als das, was wir hier haben. Das sind fast 5 Kilowatt und wir verbrauchen nicht 5 Megawatt und wir verbrauchen nicht mal 200 Kilowatt. Können hier dann schon mal eine Reihe Forschungslabore hinstellen. Und da drin dann auch forschen und nun sehen wir, jetzt sind wir schon bei 1,2 Megawatt. Ja, ja. Forschungslabore, die brauchen einiges an Power. Und ich denke, mit so vielen Forschungslaboren können wir nicht mehr mithalten mit dieser Produktion hier. Da brauchen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Umpf dahinter. So. Und das bekommen wir wahrscheinlich durch ein paar solche Maschinen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich die Miner. Und dann machen wir doch das noch fertig, die Basisforschung. Das ist für Sand und Glas und nachwachsendes Holz. Und dann schauen wir weiter.
hier mal Kupfer und hier die rein. Kupferplatten reinlegen und da Holz. Kommen wir hoffentlich der ganzen Sache etwas näher. Wir brauchen dann auch die anderen Greifarme. Das die hier, oder bekommen wir die? Ja, die bekommen wir auch hier schon mit. Sehr schön. Zwei in einem. Fertig ist. Da brauchen wir 15 von den roten Kärtchen. Gerade mal 11. Hotkey Umschalttaste L. Okay. Nicht sicher, ob ich mir das merken kann. Es gibt 5er Pakete. Das gibt auch 5. Ja, die kommen immer in 5 raus. Sehr schön. Macht uns das Leben einfacher. Denke ich. Das waren 15. Müssen wir nur noch die Forschung abwarten.
dann können wir so richtig loslegen. Mit unserer Basis. Verschmutzung in diese Richtung nimmt etwas zu. Vielleicht müssen wir dann mal was in die Richtung machen. Bisschen Türme. Und dann schaden einfach, dass wir da mal ein paar Türme in die Gegend stellen, um so das Schlimmste abzuwehren. Sehr schön! Wir haben die und die. Und Castoria kommt auch mit Lodon, welches im Vanilla Game gibt sie nicht. Aber ich denke, wir setzen hier für unsere zweite Folge einen Schlusspunkt. Und dann schauen wir, ob wir in der nächsten Folge Eisen und Kupfer schmelzen, da an den Start bringen. Ich denke, bis zur nächsten Folge werde ich mich noch etwas um Ressourcen kümmern, so dass ich genügend in der Tasche habe, damit wir hier dann auch das nötige Material kraften können. Also, bis dann und tschüss!